Hallo, herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Draußen ist wahrscheinlich hell, weil hier ist hell. Aber es sagt ja nichts aus. Hier ist immer hell. Wir wollten das letzte Mal noch ein bisschen was forschen. Also ich habe jetzt das Ganze halt einfach mal gemacht eben, habe dieses Forschungsdingens hier erledigt und so weiter. Hat dann auch geklappt. Ja, wie gesagt, ich musste mich mit dem Dingens hier mal ein bisschen... Ja, okay, wie gesagt, das sagt ja nichts aus, wenn es da hell ist. Es ist trotzdem dunkel, okay. Ich musste mich mal mit den Better Time Warp ein bisschen auseinandersetzen. Wo war denn jetzt dieses Dingens drin? Hier. Das hier. Gott, das sind so viele Teile. Forschen. So. Strukturröhre T37. Die Herstellungskosten dieser Röhre pro Schleife sind hoch. Bitte sparsam verwenden. Naja. Naja. 1500. Geht so. Strukturplatte SPR25. Eine stabile Metallplatte, die sich gut für verschiedene Bauprojekte eignet. Auch im Bling-Design. Gold! Ach so, Bling-Design. Jetzt! Ah, Bling-Design erhält ich. Ah, okay. Deswegen, ich dachte mir schon, was ist denn ein Bling-Design? Strukturplatte SPR18. Die gleiche Beschreibung. Auch im Bling-Design erhältlich. Silberglanz oder Gold. Schön. Strukturplatte SPR12. Dasselbe Spiel mit der Beschreibung. Beschreibung gleich. Beschreibung gleich. Beschreibung gleich. Lese ich jetzt nicht alles vor. Das hat alles die gleiche Beschreibung. Das ist ja langweilig. Bling-Design. So. Triebwerksplatte EP37. Hier diente eine umgedrehte Geburtstagstorte als Vorlage. Das hatten wir doch schon mal. Für windige Tage wurden Verkleidungen hinzugefügt. Triebwerksplatten für Erwachsene. Ja. Okay. Dann hier. Versenkte Klemmotron. Die versenkte Klemmotron wurde zufällig entdeckt, als ein Ingenieur, der wirklich seine Brille hätte tragen sollen, die Pläne der abgeschirmten Klemmotron falsch interpretierte. Dem Rest des Teams gefiel die Idee einer seitlichen Andockluke mit aerodynamischer Verkleidung. Und so wurde das Design patentiert. Der Ingenieur behauptet übrigens immer noch, dass die Entwicklung kein Zufall war. Okay. Gut. Strukturplatte M2x2. Für dieses Teil wurden 4 M1x1 ausgelegt und dann mit Superkleber verbunden. Ja, es war mir klar, dass es mit Kleber verbunden wird und nicht zusammengeschweißt. Okay. Gut. M1x1 Strukturplatte. Eine stabile Metallplatte, die sich gut für verschiedene Bauprojekte eignet. Jo. I-Träger 650 von M-Beam. Eine breitere, größere Version des I-Trägers 200 von M-Beam. Dinkelstein mag Abwechslung, Mann. Was? Dinkelstein mag... Was hat das damit zu tun? Achso, der Hersteller ist Dinkelstein? M-Beam? Was? Verstehe ich nicht. Ich dachte, das ist von Dinkelstein jetzt. Der Hersteller ist Dinkelstein und es heißt aber von M-Beam. Das verstehe ich nicht. I-Träger 200 von M-Beam. Kurze Variante. Der M-Beam 200 wird von Dinkelstein in... Handarbeit hergestellt, okay. Also stelle ich mir irgendwie schwierig vor, wie man das in Handarbeit herstellen will, aber gut. Und eignet sich gleichermaßen für Raketen und Hochhäuser. Diese Variante ist halb so lang wie die normale Version und daher für den Bau kleinerer Raketen und oder Hochhäuser gedacht. Kleinere Hochhäuser. Okay. Okay. I-Träger 200 von Beam. Der M-Beam 200 von Dinkelstein in Handarbeit hergestellt, wird
Was? In Handarbeit hergestellt und eignet sich gleichermaßen für Raketen und Hochhäuser. Ja gut, das ist ja, das wissen wir schon. Jetzt wird es interessant. Stapelentkoppler TS-37. Dieser Stapelentkoppler ist gefährlich. Egal aus welcher Perspektive du ihn betrachtest, sobald er aktiviert ist, ist höchste Vorsicht geboten. Naja, 200er Abdruckkraft, ich glaube, das ist doch okay, oder? Aerodynamische Schutzummantelung, oh Gott, da gibt es viel zum Lesen. AEFF3, 3,75 Meter vermute ich mal. Hersteller Floyd Dynamics Research Labs. Als sich die Kerbels im Missionszentrum noch den Kopf darüber zerbrachen, wie sie ihre Raketen sicher wieder auf die... Okay, alles klar, ich glaube, das kennen wir schon. Das kennen wir alles schon, das haben wir alles schon mal gelesen. Ja, das haben wir schon alles gelesen. Raketenschutzbugnase MK-12A. Eine riesige Bugnase mit der 3,75 Meter Raketen geradezu durch die Luft brechen. Gut. Haben wir das auch. Schön. Alles klar. Wir wollen dieses Fairing haben. Und deswegen habe ich das auch gekauft. Warte mal, da fehlt ja was. War das Absicht? Ach nee, fehlt nichts. Ich habe nur hier den Ding jetzt schon dran. Ah ja, und die hier sind weiter unten, weil... oh, das geht aber nicht. Ich habe die gerade weiter nach unten geschoben, weil ich dachte, das ist doch cooler, wenn die weiter unten sind, weil dann habe ich weniger Gefahr, dass die irgendwo dran knallen. Und außerdem haben wir doch dann weniger... Probleme oben hin, aber wir haben dann Probleme unten hin. Das ist nicht schön. So. So mit dem Andocken dachte ich mir halt, haben wir dann weniger Thema, weil wir dann im Endeffekt das schön andocken können. Und so müssen wir mal gucken, ob das ja geht. Ich hoffe doch. Das wäre natürlich, Moment, das wäre natürlich der Super-GAU, wenn das nicht gehen würde. Eve Lander. Was? Abbrechen. Ich will einfach nur den... Was? Die Flender. Ah, jetzt. Kann ich den da andocken? Hallo? Danke. Danke, Spiel. Das ist sehr knapp, was wir da machen, aber es müsste gehen. Wir müssten den da andocken können. Aber wir müssen halt wirklich exakt richtig hinfliegen, sonst wird das nichts. Okay, alles klar. Aber es würde gehen. Es würde gehen. Ihr habt euch das wahrscheinlich letztes Mal schon gedacht. Ich habe mir dieses Mal gedacht, so, oh shit, das habe ich ja voll übersehen. Und dann, oh, da muss ich was machen. Und jetzt dachte ich mir so, oh, schön, dass ich da was gemacht habe. Das funktioniert nicht. Oh, das funktioniert aber auch nicht. Ich muss den noch weiter nach oben schieben, tatsächlich. Nicht schön, das ist nicht optimal. Komm, einen Zacken, ja, so. Geht's jetzt schon? So, Verkleidung bauen. Jetzt geht's. Hallo? Warte mal, das ist aber zu breit gewesen, ne? Kann ich das jetzt nicht mehr platzieren? Gerade ging es schon. Das ist doch. Beschiss. So, ich muss das so breit bauen, weil sonst. Ah, okay. Verstehe. Wir machen es halt so. Oh Gott, das Ding ist einfach. Brutal groß. Das Ding ist einfach brutal groß. Oh shit. Ich glaube, das ist das schwerste Teil und das größte Teil, was ich jemals hochschießen werde. Och du Kacke. Oder jemals bisher hochgeschossen habe, sagen wir mal so.
Ach du Kacke. 650 Tonnen! 650 Tonnen! Okay, das ist das kleine Flugzeug. Und die drei ist das Ding, das muss aber früher weg. Das muss hier hin. Dann haben wir hier die Engines. 7 Stück. Okay, gut. Boah, okay. 650 Tonnen. Ach du Kacke. Wie soll ich das denn hochschicken? Wie soll ich das denn hochschicken? Gut. Gut. Oh Mann. Ah, mir läuft die Nase gerade. Irgendwie. Oder, nee, mir juckt die Nase, besser gesagt. Das ist gefährlich. Das verleitet zum Niesen. So. 650 Meter pro Sekunde. Da kommen wir halt noch lange nicht hoch. Schubgewichtsverhältnis von Arsch. Okay, so auf jeden Fall nicht. Es wird halt so erstmal wahrscheinlich nicht so viel besser, aber wir können da mal was machen. Wenn man hier seitlich, wie immer, einfach mal noch zwei dran baut. Oder machen wir drei direkt. Ne, wir machen zwei. Komm, wir machen zwei. Ah, ich muss das so machen, ne? Erst. Was? Wie bitte? Seid ihr euch sicher, dass das richtig ist? Das ist doch falsch. Wieso? Wieso macht er das so? Ja, da ist doch nichts dran. Okay, also versuchen wir es nochmal. Also manchmal passieren Sachen, die ich nicht ganz verstehe. So wie jetzt. Das ist irgendwie ein bisschen weird. So, so funktioniert's. Ja, dann machen wir es halt so. Machen wir halt die Rakete neu. Ja. Beziehungsweise, naja doch. Oh, ich habe was vergessen, ne? Ich habe noch was vergessen. Und zwar hier oben. Warte mal. Hier oben müssen wir noch ein bisschen Struts reinziehen und so weiter. Ist ja doof, dass ich das jetzt vergessen habe. Warte mal, wir können aber einfach das hier nehmen. So, dann kann ich da auch was sehen. Das ist nämlich gut, wenn man was sehen kann. Das ist immer von Vorteil, wenn man was sieht. So, jetzt müssen wir da mal ein bisschen Struts reinziehen. Wir wollen ja nicht, dass irgendwie irgendwas wobbelt. So, das hätten wir alles schon mal ein bisschen verbunden. Also außenrum ist es schon mal verbunden. Jetzt muss man noch das mittlere so ein bisschen verbunden werden. Damit auch da nichts passieren kann. So.
oben. Und unten, boah, da wird es auch interessant. Wie soll ich das denn machen? Hat das funktioniert? Ja. Und dann hier nochmal. Und dann ist gut. Oh, das hat sich da dran verbunden. Ja, okay. Gut. Dann machen wir noch ein paar Autostruts rein und dann ist aber wirklich dann alles gut. Gefällt mir aber wieder nicht, weil das so nahe dran ist tatsächlich. Gibt es da nicht irgendwie eine Lösung dafür? Nee, nicht, ne? Also eine richtig gute Lösung gibt es nicht. Also ich kann nur diesen anderen Verbinder hier nehmen. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt so geil ist. Aber eine richtig gute Lösung gibt es dafür nicht, ne? Okay. So wird es gehen, aber... Schieben wir das noch ein bisschen nach unten. So, dass das dann vielleicht nicht mein Triebwerk trifft. Okay. Dann brauchen wir eine Treibstoffleitung. So. Platz. Warte mal, nimm das Auto auf. Null Punkten. Okay, wir haben auch bei weitem zu wenig Schub mit, also das ist ja auch klar. Aber wenn wir das Ganze einfach mal kopieren und nämlich so hin. Nur das hier gefällt mir nicht. Das muss dann so hin. Dann haben wir auf jeden Fall vom Schub her schon mal ganz, also vom Schub-Gewichtsverhältnis, ist es eigentlich schon mal ein bisschen näher da, wo es hin soll. Nicht ganz perfekt noch. So. Kommen dann tendenziell früher als die zwei. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist schon mal besser. Okay. Wir haben wie viel? Bisschen über 1500. Bei 2000, würde ich sagen. Ungefähr da sind wir momentan. Da muss noch ein bisschen was passieren, denn so wird es noch kein Orbit. Auf keinen Fall. So wird das noch kein Orbit. Man könnte. Man könnte noch Booster dranhängen. Was anderes macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal, die Kappler. So? Ah, der ist auch zu nahe dran.
geht mit dem Dekapler leider nicht. Wir brauchen einen mit Abstand. Ja. Ich weiß, ja, das hat mich letztes Mal auch nicht gestört. Ich habe mir einfach den Offset verändert, aber also, man muss ja nicht immer so ein bisschen cheaten. Man kann ja auch mal richtig bauen, oder? So. Dann haben wir jetzt hier zwei Booster noch mit dran. Möchte ich bitte alles gemeinsam zünden? Hier mal dahin, das hier da mit rein. Okay. Ich weiß noch nicht, was zuerst leer sein wird. Das hier oder das hier? Ich denke die Booster, oder? Ich denke die Booster sind als erstes leer. 1,3. Wieso wird hier keine Meter pro Sekunde Anzahl angezeigt? Das ist nicht schön. Ah, da spinnt die Berechnung dann schon wieder. Aber ich befürchte, dass es nicht genug sein wird. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen was machen. Denn das hat sich jetzt nicht wahnsinnig verbessert. Deswegen müssen wir da noch mal was machen. Wenn ich hier einfach noch außenrum so ein paar Booster setze, so und so, wäre das gut oder wäre das schlecht? Also es sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus an und für sich, würde ich mal sagen. Also ich finde das jetzt nicht mal so doof. Die sind auch direkt gleich in die richtige reingesprungen. Was haben wir denn für Schubgewichtsverhältnis? Ja. Die Meter pro Sekunde Anzahl hat sich halt jetzt nicht verändert. Das ist ein bisschen irgendwie irritierend. Hat sich die nicht verändert, weil das nicht mehr wird oder einfach weil es spinnt? Ich nehme mal hier noch so einen Tank mit. Wie verändert sich das? Es wird tendenziell erstmal ein bisschen besser. Das doch hier auf der Seite genauso. Ja, und dann werden wir es irgendwie schaffen, hoffe ich mal. Dann hoffe ich einfach, dass wir das irgendwie schaffen, dass wir da irgendwie hochkommen. Brauchen wir noch ein paar aerodynamische Nasen. Dick. Sehr dick. Eigentlich schon zu dick. Passiert da was, wenn ich das abbiege? Ich denke ja. Lass mal die weg. Dann lass mal die einfach weg. So. Meine Asen. Okay. Gut. Es ist nur das Ding, um in den Orbit zu kommen. Oh Gott. Alles klar. Es ist nur das Ding, um in den Orbit zu kommen. Was ich auf jeden Fall ranbauen muss noch. Bevor ich da irgendwie was... Ist das das wirklich große? Kleines? Verbesserter? Das ist wirklich das große, ne? Okay, größer geht nicht. Dann bauen wir das einfach noch mit dran. Einfach, ja, in der Hoffnung, dass es ein bisschen was bringt, dass es ein bisschen was bringt. Also, es wird nicht viel bringen, es wird vielleicht gar nichts bringen, keine Ahnung. Und wir haben hier schon 3 Stück. Und wenn wir hier nochmal 2 nehmen, vielleicht hilft das was. Vielleicht hilft das was. Okay, ein paar Stelzen. Ein paar Stelzen. So, Autostruts. Autostruts, ganz wichtig. Autostruts. Ah.
Das hatte ich ja schon. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Bin ich jetzt hier? Ja, ich glaube, ich habe dann alles so ein bisschen. Boah, okay. Auf los geht's los. Oh Gott. Leute, die schon länger Kirby spielen, die denken sich jetzt gerade wahrscheinlich, oh Gott, der spinnt doch total. Wie soll das funktionieren? Wieso? Wieso macht er das? Ich denke es mir selber, wieso mache ich das? So, erstmal gucken. Staging. Stimmt hier alles. Ist hier alles richtig. Das sieht gut aus. Dann die. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Nervstoffleitungen sehen auch in Ordnung aus. Gut. Ich traue mich nicht. Das ist ein Riesengerät. Oh, wow. Oh wow. Oh Wahnsinn. Welche sind das? Oh, das sind die, die so schnell leer werden. Oh shit. Ist doch nicht gut. Wenn die hier, dann muss ich die als erstes wegspringen. Das sind doch die, oder? Ja, das sind die. Okay, gut. Sollte anfangen, so ein bisschen in eine Richtung zu lenken. Okay, was wird als nächstes leer? Die Booster. Die Booster fallen als nächstes weg. Okay. Die Booster fallen als nächstes tatsächlich weg. Tschüss. Okay. Der Tank ist noch voll, das ist gut. Oh Gott. Wir werden Orbit nicht schaffen. Das wird kein Orbit. Das wird leider kein Orbit. Es sei denn, wir machen hier noch ein bisschen. Mal gucken, wie weit es geht. Ich sollte ein bisschen in die Richtung rennen, tatsächlich.
Denn ich sehe hier bei 80 das Ende und wir haben nur 0,5. Ah, das ist nicht so geil. Wenn ich hier noch meines. Moment, wenn ich. Wenn ich die drei einfach nochmal mit dazu schalte. Erstmal. Aber das ist doof, oder? Dann verbrenne ich ja da schon Sprit. Aber ich kann ihn ja umleiten in den Effekt, wenn es nicht passen würde. Okay, schalten die mit dazu. Sonst wird es nämlich überhaupt nichts. Jetzt haben wir nämlich keine Chance. Ich glaube, ich muss die nächsten auch noch mit dazu schalten. Die hier. Und wir sind gleich unter die 70. Wir sind unter die 70. Okay, das wurde nichts. Gut. Das geht schief. Das sehen wir jetzt schon. Okay. Das geht schief. Keine Chance. Keine Chance. Okay. Gut. Wir brauchen mehr Schub. Beziehungsweise länger Schub. Länger Schub. Länger Schub ist das Richtige eigentlich. Wir brauchen länger Schub. Ich setze das direkt zurück. Das macht keinen Sinn. Auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Wir brauchen länger Schub. Und was müssen wir machen, um länger Schub zu haben? Richtig. Mehr Treibstoff. Hier mal als erstes weggesprengt. Wenn wir da einfach noch mal ein bisschen was ranhängen. Unten dran vielleicht einfach sogar. Hallo? Warte mal. Hat das aber schon. Mit dem Wegnehmen macht er das mit der Symmetrie, mit dem Hinbauen nicht. Wie auch immer. So. Dann hätten wir das. Und mal gucken, was dann zuerst leer wird. Wahrscheinlich die hier trotzdem wieder. Wie ist das Schubgewichtsverhältnis? Ist in Ordnung. Ja, okay, eigentlich müssten wir genügend dabei haben. Eigentlich müsste es reichen. Aber die Frage ist halt immer, wie perfekt fliegt man das Ding? Oder wie ist die perfekte Flugroute für das Ding? Ich schiebe das schon mal nach unten, weil ich glaube, dass die trotzdem wieder als erstes leer werden. Einfach nur mal zur Vorsicht. Okay. Dann testen wir das Ganze einfach nochmal. Wir versuchen es einfach nochmal. Wir versuchen es jetzt so lange, bis wir im Weltall sind. Bis wir in der Umlaufbahn sind, okay? Nee, kann ich nicht. Ich muss dann ja weg. Mal wieder, ne? Arbeit und so. Aber was soll's. Okay, los geht's. Los geht's. Okay, die hier werden, glaube ich, als erstes leer. Das sind welche.
Jo, das sind genau die. Oh, warte mal, das ist nicht schön. Das sind genau die. Die langen Teile. Die langen Teile hängen da dran. Okay, sehr gut. Staging passt. Oh, das wird ziemlich eine enge Kiste, sehe ich gerade. Ich glaube, die kommen trotzdem früher. Na, es kommt ziemlich gleichzeitig. Nein! Ist aber alles gut. Alles gut. Kein Problem. Okay, 0,91. Okay, gut. Okay. Damit sollte das wieder passen. Funktionieren alle Treibstoffleitungen noch? Es sieht gut aus. Ich glaube, das Problem ist, dass wir damit halt einfach zu wenig Schub haben. Mit diesem Ding, weil wir halt hier echt nur 0, irgendwas haben. Ich setze mal die einfach nochmal mit ein. Wie beim letzten Mal auch. Ich hoffe einfach, dass wir nicht zu viel Schub aus denen verbrauchen, um ja noch genügend zu haben tatsächlich. Aber wir müssen da echt lange brennen tatsächlich, sehe ich. Und wir fallen gleich wieder. Oh nein. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das wird wieder nichts, ne? Und ich habe dann nicht mehr genügend Treibstoff mit. Glaube ich zumindest. Oh je.
Wir werden viel zu wenig Treibstoff mit haben. Sind ja schon zur Hälfte leer. Oh Mann. Weiß irgendwie nicht, was ich da noch tun soll oder wie ich das machen soll, dass das funktioniert. Also wir haben das Ding jetzt erstmal im Orbit. Ich meine, das ist ja schon mal was. Wir könnten jetzt mal docken und gucken, wie viel Treibstoff wir dann tatsächlich oder wie viel Meter pro Sekunde wir dann tatsächlich noch haben. Das könnten wir mal tun. Wo ist das Ding? Eve Lander. Als Ziel setzen. Okay. Das ist halt ziemlich doof, weil ich auf der einen Seite ziemlich weit rausgeschossen bin, auf der anderen Seite halt. Ja. Naja. Wieso kann ich hier? Wieso kann ich hier nicht auf Dingens, auf Physik einfach umschalten? Ich möchte gerne, dass es hier jetzt momentan Physik wäre. Schade, dass es nicht geht. Das wäre irgendwie cool. Naja. Wie auch immer. Wir gucken mal, wie viel Treibstoff wir dann in der Theorie noch hätten. Oh, Ja, ich habe RFS-Düsen dran, aber nicht so viele, ne? Nicht so viele. Okay. Aber das ist ja auch okay. So. Dann müssen wir hier mal gucken. Manöver hinzufügen. Wieso sind jetzt die Punkte verschwunden? Moment, warte. Jetzt. Manöver hinzufügen. Zack. Aber 55 Meter pro Sekunde, naja, was soll's. Müssen wir halt irgendwie gucken. Wie sieht's hier auf der anderen Seite eigentlich aus? Wir haben 18 Kilometer, aber noch viel mehr Geschwindigkeitsunterschied. Aber der würde sich so verringern. Okay, dann nehmen wir doch das. 11, 10, 9, 8. Verringert sich immer noch. 7, 5. Verringert sich noch. Ah, jetzt wird es wieder mehr. Wenn wir hier was machen. Okay, gehen beide in die richtige Richtung. Ah, jetzt nicht mehr. Müssen wir hier vielleicht was machen? Moment, warte mal. Wo haben wir denn... Oh, tatsächlich, wir haben ein paar Grad Unterschied. Okay, warte mal. Dann machen wir das hier einfach erstmal. Manöver hinzufügen. So. Na, das ist falsch. Wir haben da ein paar Grad Unterschied. Da brauchen wir ganz schön viel Sprit, um das auszugleichen. Lass mich mal steuern. Okay. Vielleicht hätte ich da beim Starten gleich drauf achten müssen.
So ein bisschen, aber ich habe halt gar nicht auf meinen Nachbarn geschaut. Tatsächlich, ich habe nur auf meine Höhe geguckt und oje, 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 ob wir jetzt eine Umlaufbahn schaffen. Naja. Also. Wenn wir nicht genügend Sprit dabei haben, dann lade ich das Safe Game. Oder beziehungsweise setze. Ja. Moment, wenn ich hier speichere. Wenn ich hier speichere und dann das Safe Game lade, kann ich dann den Flug zurücksetzen? Ich hoffe es. Also wenn es nichts geworden ist. So. Das ist okay. So, jetzt hier Manöver zufügen. Wie viel ist der Unterschied? Das ist ja der Wahnsinn. Aber es ist okay, es wird besser. 4 Kilometer. So machen wir das. Moment, habe ich hier Solarpanel dran? Ja. Habe ich die in der Aktion? Ich habe sie nicht in der Aktionsgruppe. Nein! Okay. Irgendwie klar. Wir haben schon so viel Treibstoff rausgeheizt, das ist echt nicht schön. Okay. Drei Sekunden Schubzeit. Naja. Machen wir das mal so. Wie ist es hier eigentlich? Na, okay, schlechter. Na. Wo ist denn mein Ziel überhaupt? Ah, da vorne.
Okay. Dreh dich. Okay. Oh Gott, ich bewege das Ding halt null. Und irgendwo gehen wieder Düsen aus. Welche? Oh, welche? Ich bewege mich halt null. Okay, das wird so nix. Ich crash da gleich rein. Okay. Diese blöden RFS-Düsen. So. Jetzt versuchen wir unser Glück einfach nochmal. Geht halt gar nichts. Ja, ich habe viel zu wenig LFS-Büchern für das schwere Teil. Langsam tut sich was, ganz langsam. Oh Gott. So, kann ich hier schon mal?
es dauert. Vorspulen. Warte mal, ist das der falsche Rum? Erstmal. So. So. Warte mal, Liga komplett falsch, oder? Nee, ich bin komplett falsch geflogen. Ah, ich war auf rückläufig. Oh je. Ich bin komplett falsch geflogen. Ich hätte nämlich dahin fliegen müssen. Nein, mein Treibstoff ist... Nein, so schaffen wir das niemals. Okay. Ich hab's so gewusst, dass das nicht reicht. Ich hab's einfach so gewusst. Also, besser gesagt, ich hab's geahnt, als dass es sich so schwer steuern hat lassen. Habe ich es geahnt, dass das nichts wird. Aber gut. Wir gucken mal. So. Wir kommen der Sache nämlich trotzdem näher. Das gefällt mir nicht. Schon, dreh dich. Aber ich habe da 0 RFS dabei, ne? 0 Monotreibstoff. Aber wir können auftanken. Aber wir können auftanken. Komm schon. Oh Gott, das wird so schief gehen, weil ich immer schiefer kommen muss, weil ich eigentlich seitlich wegdrifte. Ah, das geht schief. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das geht so schief. Das geht schief. Oh Gott. Ja, das wird nix. Ne, das kannst du voll vergessen. Das wird nix. Es war ein Versuch und bei mehr wird's auch. Mehr wird's halt auch nicht werden als ein Versuch. Oder? Oder? So, nö, wir sind dran vorbei, ne? Das ist das Problem. Deswegen. Nee. Okay.
Und jetzt ist hier auch das SAS wieder aus, wieso auch immer. Keine Ahnung, zurücksetzen. Okay, ich sage lieben Dank fürs Zugucken. Ich lasse mir da bis zum nächsten Mal was einfallen. Also bis morgen, ich muss ja jetzt wieder los. Das ist total doof. Ich möchte ganz gerne jetzt das Ding fertig haben. Einfach vielleicht noch mehr Booster? Ich meine, also diese Dinger waren relativ zeitgleich jetzt mit den Boostern durch. Wenn ich jetzt einfach noch mehr Booster dran klatsche, dann sind die Booster früher durch als die. Dann können wir das Staging hier ändern. So. Und wenn ich hier einfach, wie gesagt, noch ein paar Booster dran bastel, dann haben wir eigentlich ja noch mehr Schub, oder? Also wenn ich das hier einfach überall noch, also wenn ich hier einfach noch zwei Stück so dran baue, oder? Wie, was ist jetzt los? Wie wäre das, wenn ich hier einfach noch zwei Stück so dran baue? Was? Weiter nach unten gesetzt, so, ne? So in etwa. Was wäre, wenn ich das so mache? Wie sieht dann unser Schubgewichtsverhältnis aus? Okay, unverändert. Aber wir sollten dann hier länger Schub drin haben. Oder? Gott. Eigentlich will ich das noch testen. Ich sage mal Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und ich teste das heute doch nicht mehr. Guck gerade auf die Uhr. Geht nicht. Shit. ja, vielleicht nachts irgendwann oder so. Vielleicht gehe ich doch mal nachts am Computer. Ich weiß es noch nicht. Nachts um 2:30 den PC noch einschalten. Ich weiß es nicht. Dann komme ich heute Morgen früh gar nicht raus. Was heißt früh? Mittag. Ist ja jetzt auch Mittag gewesen, als ich jetzt angefangen habe, mal endlich irgendwie ein bisschen in die Gänge zu kommen. Naja, Schicht halt. Naja, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Ding irgendwie ins All bekommen. Was mir auch aufgefallen ist, dass wir hier das Problem haben, dass das Ding eigentlich viel zu wenig Schub hat und dass wir eigentlich zu wenig Monotreibstoff haben. Genau, Monotreibstoff, das müssen wir noch eben ändern. Da müssen wir noch ein bisschen was mitnehmen. Wo baue ich den denn hin? Ich baue ihn da dazwischen noch mit rein, oder? Wenn ich hier so das mal eben wegnehme, Treibstoff, dann haben wir doppelt so viel mit als vorher. Damit sollten wir dann andocken können, das sollte dann funktionieren. So. Ah ja, irgendwelche RFS-Düsen waren es noch, die nicht eingestellt waren. Ich vermute ja fast... Ach nee, wie kann ich denn hier noch... Ach, ich komme nicht mehr weiter nach oben, das ist das Problem. Okay. Hier, die hier. Ja, die hier sind es mal wieder. Ja, die sind es mal wieder. Okay, gut. Dann soll es aber gehen. Und Aktionsgruppe. Aktionsgruppe. Unbedingt, ganz wichtig. Modul ausfahren. So. Okay. Haben wir dann alles? Ich glaube, wir haben dann alles erstmal.
Oh. Man könnte ja, wenn das geht, ich weiß nicht, ob das durchs Fairing geht, man könnte ja, wenn man hier eine Leitung hinlegen könnte und die da dran bauen könnte, würde das gehen. Geht das ja sogar, dass wir, wenn wir die einschalten, dass wir automatisch den Treibstoff von da reinpumpen, dass dann tatsächlich zuerst der Treibstoff leer wird, dass wir dann Gewicht sparen vielleicht. Okay, ich speichere das mal eben und wir sehen das dann. Jetzt mache ich endlich tatsächlich mal Schluss. aber wirklich mal jetzt. Hilft ja nicht. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es muss doch möglich sein, irgendwie nach Eve zu kommen, da landen zu können und wieder zurückzukommen. Das mit dem wieder zurückkommen, das wird eh so ein Thema. Also, weil ich nicht weiß, ob mein Lander tatsächlich, den ich da gebaut habe, ob der stark genug ist, um wieder aus Eve rauszukommen. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es einfach. Also, naja. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Kerbal Space Program. Bis dahin, macht's gut. Ciao.